Hey ho, Freunde, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Banjo und Kazooie. In der letzten Folge haben wir ein bisschen weiter die Treasure Trove erkundet. Leider noch nicht zu 100% abgeschlossen. Das wäre halt schon ein bisschen heftig. Und zwar müssen wir erstmal das Rätsel lösen. Ben. Und da, hier, ganz simpel. Ben. Banjo. Wo ist das Y? Wo ist das Y? Bin ich blind oder bin ich blind? The fuck. Benjo. Ach, leck mich. Leck mich doch. Komm, Banjo. Benjo. Und das, wo ist das Kazooie? Eben war sie doch noch hier. Schalalala. Wo ist Kazooie? Ich brauche das zweite O. Kazooie. Nice. Hinter dem Gitter wartet der Preis. Doch. Bonk. Kaboom. Vernichtet. Mein Problem ist jetzt einfach. Mir fehlen noch ein paar Noten. Das ist nicht sehr gut. Vor allem, weil ich nicht weiß, wo die letzten Noten sein könnten. Ja, jetzt beginnt der Spaß. Jetzt aber wieder, wo ich herausfinden muss, wie es denn hier zum verdammten Scheiße nochmal weitergeht. Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich das Spiel nicht gut kenne. Oh nein, der ist schon wieder. Er schon wieder. Ja, bisschen länger her, bis ich das mal bei Banjo und Kazooie aufgenommen habe. Ich mache eigentlich nur so einzelne Parts. Je nachdem, wie es mir gerade geht und wie ich mich gerade fühle. Und heute fühle ich mich ganz okay. Aber wo ich mich nicht so gut fühle, ist, dass mir tatsächlich noch ein verdammtes Puzzleteil fehlt und 5 Noten. Das gefällt mir gar nicht. Ja, dann suchen wir uns mal die Noten, die letzten 5 Noten plus das letzte Puzzleteil. Ich hoffe allerdings, dass wir die Noten früher finden als das Puzzleteil. Und hier können wir wieder fliegen, was sehr gut ist. Erstmal hochfliegen. Mal ganz nach oben fliegen. Vielleicht habe ich da habe ich die Noten ein bisschen. Okay, gut. Die Frage hat sich geklärt. Ich war einfach nicht auf der Turmspitze. Der Turmspitze. Sehr schön. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Yes. Und das letzte Puzzleteil. Wunderbar. Jetzt haben wir damit tatsächlich die Treasure Trove Cove abgeschlossen. Verdammt. Das hat ein bisschen wehgetan. Aber wir haben hier noch natürlich genug Honigwaben, die wir einsammeln können. Die kannst du nicht mal einsammeln, Banjo? Dankeschön. Darum ist das Ganze halt so wild. Jetzt muss ich nur noch hier rauskommen. Und das lebend. Und das lebend. Oder bevor mich der Hai auffrisst. Ich glaube, das ist... Ist das nicht der ideale Weg, um da rauszukommen? Uiuiui. Ui. Oh, perfekt. Jawohl. Oh nein. Der weiße Hai des Grauens. Der weiße Hai des Grauens. Oh, ich kann hier nicht so entkommen. Oh, wow, cool. Oh nein! Oh Gott! Raus da. Lauf, Banjo, lauf. Lauf, mein Junge, lauf. Sehr schön.
Damit hätten wir die Treasure Trove in der 5 Minuten tatsächlich abgeschlossen heute. Also, wenn ich aus dem Level rauskommen würde, natürlich. Jetzt ein bisschen nachverfügen. Ja, komm jetzt. Ist ideal. Die Bestleistung dieser Welt ist nur 100 Noten. Ja, 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 bla, bla, bla. Oh, fuck. Stimmt, die Barrel Roll muss ich ja machen. Um ihn ganz schnell loszuwerden. Und die volle Honigfarbe einzusammeln, damit wir ein bisschen mehr Leben haben. Immer gut los und... Also darüber. Okay. Dann let's go! Okay. Kurz mal das Auge ein bisschen reiben. Da hatte was im Auge. Oh! Oh! Sie sterben jetzt. Finde ich schön. Sehr schön. Sehr schön. Dann gehen wir nun weiter. Und weiter und weiter und suchen jetzt die dritte Welt. Ah, da ist wieder zu finden. Das ist ein bisschen schwierig. Nur ein bisschen schwierig. Dann gehen wir weiter und schwimmen da durch. Und finden jetzt ein Leben. Also ein Leben. Eine Luftanzeige. Eine Luftanzeige. Das ist hier. Ja, ich glaube, da muss ich noch nicht hin. Ich glaube, das ist noch etwas zu früh. Weiß nicht, was man da überhaupt wieder freischaltet. Irgendwas schaltet man da ja frei. Irgendwas Interessantes. Oh, ihr jämmerliches Pack! Mein blässes Wesen haut euch aus dem Frack! Wunderschön, danke für den Reim, meine Gute. Ich denke mal, welches Level zuerst kommt. Ich glaube tatsächlich, ich hab's tatsächlich vergessen, verdammt. 260 Noten, da kommen wir noch nicht vorbei. Das ist die Grundhilde. Grundhilde. Bin ich denn lost wie Fundsachen? Ach ja. Wir werden lange brauchen, bis wir das Spiel überhaupt mal richtig durchspielen können. Da ist eine leere Honigfarbe. Eine volle Honigfarbe. Ist dann hier unten. Hallo meine Helden, ich bin Berendhilda, Grundhildas jüngere Schwester. Ich möchte euch helfen. Es wird Zeit, dass man der alten Schachtel eine Lektion erteilt. Ja, freilich, ich weiß alles über die Grundhilda und werde euch bei jedem Treffen drei ihrer miesen Geheimnisse verraten. Vergesst meine Hinweise bloß nicht, denn ihr werdet sie noch gebrauchen. Drückt B, wenn ihr etwas über Grundhilda hören wollt. Der Lieblingssport meiner Schwester ist... Bösen Stilrennen! Obwohl sie dumm ist, hat sie einen Abschluss an der Bushaltestelle gemacht. Was? Grundhildas Marotte auf einer Party ist Geißeln zu nehmen. Finde ich gut. Diese Tipps sind super. Also, naja. Ja, da kann man noch nicht rein. Ey, Füße raus, bevor ihr nicht mit Bottes gesprochen habt. Ja, 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 da kann ich euch nicht benutzen. Wie Tölpel lauft ihr hier herum? Ihr seid so schwach und auch noch dumm. Diese Kommentare sind so gut, ich liebe es. Aber wo? Ich muss halt erst wieder rausfinden, wo ich lang musste. Das ist halt das Problem. Jetzt wird wieder die Zeit kommen, wo ich 10.000 Jahre brauche, um etwas herauszufinden. Und das könnte dauern. Hä? Was ist denn hier?
Der magische Kessel ist aktiviert. Findet zwei weitere Jahre. Okay, sehr schön. Abkürzung zu schaffen. Ein Mumbo-Schädel. Den nehmen wir uns natürlich mit. Immer gut, einen Mumbo-Schädel zu haben für die Upgrades. Tatsächlich. Ist das nur für die Abkürzung? Ich glaube, es ist ja doof. Das ist ja doof. Das ist ja doof für die Abkürzung, Mann. Lachu! Dann gehen wir nur in diese Welt rein. Also, wenn ich überhaupt was finde. Da ist ein Kessel. Ja, Mann, das ist nur eine Mine. Ich bin dumm. Da ist kein Kessel. Vielleicht im Wasser irgendwo. Oh, verdammt. Da kommen wir nicht einfach so hin. Ah, da ist ein Schalter. Den betätigen wir mal. Ah, das ist für die Dinger. Hat die Zeitlimit? Haben die Zeitlimit? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Was ist das jetzt? Alles da hinten, okay. Bitte auf einfach kein Zeitlimit. Bitte auf kein Zeitlimit, bitte. Da ist wieder. Nur eine Brennhilde. Wusstest du das? Grundhilda einen Floh-Zirkus unter ihre Hex. Was auch immer, bla bla bla. Oh, egal. Fuck, ich werde mir die Tipps später wieder. Da ist es. Perfekt. Da kommen wir jetzt hier durch, wo wir uns probably jetzt das nächste Level endlich mal freischalten. Oh Gott. Ich komm nur klar mit der Steuerung. Ach du Scheiße, ich bin so bad. Na dann. Dann schwimmen wir da durch. Ja. Ihr bietet mir die Stirn. Euch fehlt dazu das Gehirn. Ach, das Hirn, nicht das Gehirn. Ach, Grundhilda. Gehirn hätte jetzt, wäre jetzt cooler gewesen. Und das ist jetzt der... Was ist das jetzt für ein Level? Dann drücke den Z-Trigger. Sehr schön. Bubblegum Swamp. Alrighty. Da haben wir mit dem Bubblegum Swamp tatsächlich nun den tatsächlich wenn es im Bubblegum Swamp was ganz okay ist. Ja. Ja, es ist ganz okay. Und die Teile scheinen jetzt oben zu bleiben, also war das halb so wild. Jetzt hier, nicht viel gemacht zu haben. Also, sagen wir so, nicht viel gemacht zu haben, sondern dass es jetzt da gemacht ist. Gott, ich kann nicht mehr reden. Ugh. Okay, dann... Gibt es denn noch irgendwas, das ich übersehen habe? Was vielleicht noch wichtig sein könnte? Wo zur Hölle kriege ich dann die... Also das eigentlich dritte Level. Aber gut, dann... Es ist euch egal, weil ich mache es eh nicht nach Reihenfolge. Ich mache das, was sich jetzt anbietet. Und der Bubblegum Swamp bietet sich jetzt ja an. Dann gehen wir nun zum Bubblegum Swamp. Ja, dann... Einmal eine wunderschöne Musik beim Bubblegum Swamp. Dann let's go. Dieser Sumpf gehört uns Piranhas. Wir mögen keine Stinkefüße. Oh, das ist nicht nett. Das ist gar nicht nett. So, das gefällt mir gar nicht. Also,
Ja, das gefällt mir nicht. Ja, fickt euch. Na egal. Ab zum Bubble Glomp Swamp. Halt Ausschau nach einem neuen Move. Du schlafmütziger Vogel. Lecker Kokos mag das. Ich will auch ein leckeres Ei. Okay. Das ist ein schönes. Oh, ist ein Move. Hallo. Das sind Gummistiefel. Das Hütchen auf deinem Rücken kann sie anziehen und für eine kurze Zeit unbeschadet durch Sumpf marschieren. Okay, Kazooie, lass uns diese Gummistiefel ausprobieren. Hey, du machst nicht den frischesten Eindruck. Ich werde deine Energie auffüllen. Hooray, wunderbar. Jetzt kennt ihr alle neuen Moves dieses Sumpfes. Ich glaube, vielleicht kann ich jetzt auch rausgehen. Wer weiß. Dann schauen wir uns mal an, weil aus der Overworld habe ich das gesehen und das macht mich ein bisschen neugierig. Ich hasse diese Viecher. Nein! Lass mich in Ruhe! Bitte! Ich will raus. Oh Gott. Gott, dieses Geräusch ist so ekelhaft in meinen Ohren. Das glaubt ihr gar nicht. Frage, wie lange dauert sie dann an? Oder was? Das ist für Sissy Peak. Oder war für Sissy Peak? Warum ist für Sissy Peak etwas freigeschaltet? I mean, fine, I guess. Okay, das ist nicht das, was ich wollte, aber man kann nicht alles haben. Oh lol, okay, das kann man kaputt machen anscheinend. Ihr Glückspilze, ich bin eine goldene Feder der Unverwundbarkeit. Bottle weiß mehr. Bottle weiß alles. Also, wir haben jetzt sau viel Zeit verschwendet und haben kein Level betreten. Das ist. Also, ja, merkt, ich kenne das Spiel nicht. Bitte verzeiht mir. Also, nee, eigentlich sagen wir nicht. Scheiß mich zusammen. Also, was? Oh nein! Oh Gott. Gut, dann. Dann würde ich sagen. Wieso weiter Move? Ihr zittert ja unter die Ästen Laub. Macht euch besser aus dem Staub. Gott, das Geräusch ist so widerlich. Keine Sorge, die anderen beiden Spiele werde ich definitiv besser beherrschen als Banjo-Kazooie. Also ja, also, ihr amüsiert euch jetzt, wie lost ich gerade bin, zum Teil. Na dann, weiter geht's. Ich habe immer noch nicht alles gefunden. Also, ich will noch ein bisschen mich umschauen. Also, hier habe ich auch noch nicht perfekt umgeschaut, glaube ich. Oh, das habe ich übersehen? Wie habe ich das übersehen? Achso, stimmt, ich konnte ja nicht hoch. Na, okay. Na dann sind wir jetzt richtig und haben jetzt schon recht viele Moves gelernt. Clankers Cavern ist der nächste Ort, den wir dann erkunden werden. Tschüss. Vielleicht lerne ich auch die Steuerung mit der Zeit. Immer mehr und mehr. Hab ich die schon getötet? Ja, hab ich. Okay, die habe ich. Noch habe ich die noch nicht freigeschaltet komplett. Ha 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 ha
Dann auf zu Clunkers Cavern. Wie auch immer, was er wieder hieß. Da ging ich jetzt da hoch. Let's go! Auf geht's, Banjo! Auf und davon! Let's go! Ja. Clunkers Cavern. Auf zu Clunkers Cavern. Einen einzigen neuen Move könnt ihr in dieser Welt finden. Aber der ist gut versteckt. Das ist ein bisschen doof, dass der gut versteckt ist. Das gefällt mir nicht. Fuck, ich wollte es nicht einsammeln. Clunkers Cavern. Okay, dann schauen wir uns die Welt mal an. Ich bin so schlecht. Der hat mir gerade 2 Schaden gemacht. 2 ganzer Schaden. Das ist schon ein bisschen viel. Gut. Perfekt. Die machen echt viel Schaden. Okay, dann. Auf zum Mumbo-Schädel! Da ist der Ausgang, da will ich eigentlich noch nicht hin. Sondern eher in diese Richtung gehen. Vielleicht finden wir da irgendwas. Und Noten natürlich auch. Noten sind immer gut. Okay, das können wir jetzt übrig lassen. Okay. Nein! Oh, bitte nicht! Ah, das ist so schlecht. Okay. Ich hoffe, da waren nicht noch mehr Noten, die ich übersehen habe. Wäre sonst ein bisschen ärgerlich. Okay, einfach du vorbei. Einfach vorbei, dann kannst du. Okay. Gott, da ist ein Jinjo. Ein Jinjo. Den holen wir uns natürlich auch. Okay, wir haben hier keine Note da übersehen. Da hinten ist anscheinend auch keine Note. Okay. Keine Noten in Sicht. Hoffe ich, du kleiner Wicht. Hihi. Ja, schauen wir uns nur ein bisschen um, weil wir haben ein paar eigentlich nicht wirklich was erreicht und. Oh, es ist ja schon fast die 20 Minuten Marke. Ach du Kacke. Das ist schon ein bisschen viel. Okay, dann holen wir uns die Noten. Wunderbar. Ich bin Clunkers, der Müllzerklopper. Leute, über der alten Engel. Ich brauche dringend frische Luft. Oh. Oh, Clunkers. Der Clunkers. Der Müllreiniger von der Hexe. Kann ich hier Note einsammeln? Dankeschön. Wunderbar, Spiel. Okay, gut. Boah, der hält echt viel aus unter Wasser. Mein Respekt. Fuck. Oh Gott! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, das war knapp. Das war fast schon zu knapp. Da ist sie. Die Clunkers Cavern. Ja, was da passieren wird, werden wir, wer hätte es erwartet, im nächsten Part mehr erfahren und ich hoffe, wir werden die nächsten Parts vielleicht ein bisschen mehr Fortschritt machen als die letzten Male. Also, oder heute, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Conny.